Hey ho, meine Lieben, heute machen wir einen schönen Fleischtopf mit Spargel. Ja. Sie weiß noch nicht einmal genau, was auf sie zukommt. Ich war beim Einkaufen, habe einen Spargel vom Vergammeln gerettet. Der muss unbedingt verarbeitet werden gleich. Also er war relativ günstig. Ja, und man könnte es auch Eintopf nennen, aber bisschen anders. Also ich variiere heute ein bisschen und tue ein bisschen experimentieren. Manu hilft mir dabei. Beim Schnippeln. Ja, das ist und beim Würzen, dass es hinterher auch schmeckt. Ja. Einfach mitkommen in die kleine, aber feine Küche. Dann legen wir los. Ja, Leute, eigentlich fast alles. Ich werde das Fleisch heute mit ein bisschen Griebenschmalz anbraten. Wir haben ja ein bisschen Schweinegulasch, dann Hack. Das meinte ich eben, dass wir es ein bisschen anders machen als normal. Dann ein bisschen Suppengrün, Champignons, die werden wir bloß halbieren. Bisschen sauber machen, halbieren. Der Spargel wird nachher noch geputzt und einfach in Stückchen geschnitten. Der kommt ziemlich zum Schluss dann mit in den Topf rein. Bisschen Zwiebeln, Paprika und Tomatenmark. Creme fraiche hauen wir wieder mit rein. Und würzen mit Salz, Pfeffer, Paprika. Ein bisschen Knoblauchgranulat. Und Bohnenkraut, genau, Bohnenkraut. Ja, das sind schon die Zutaten. Wir werden jetzt, oder Manu wird anfangen zum Schnibbeln. Da bin ich ganz ehrlich, macht die. Und ich werde dabei anfangen, drüben das Fleisch anzubrutzeln. Weil das wird angebrutzelt und kommt dann ja wieder raus. Was wackelst du hinter mir? Wächst eine Kokotte. Was willst du uns damit sagen? Dass wir damit kochen heute. Ach so, dass wir das heute in der Kokotte machen. Ja, gut. Genau. Ja, dann würde ich mal sagen, Manu legt hier los, out of Video und ich tue in Video anbrutzeln. So Leute, erst einmal Deckel runter und ein bisschen was von dem Griebenschmalz rein. Ich glaube, das ist jetzt das Einfachste von allen. Naja, fast. So. Egal. Gewürze habe ich mir auch schon hergerichtet, weil wir nachher im Topf gleich das Fleisch noch ein bisschen mitwürzen. Oh. Also es fängt schon an zu schmurgeln. Jetzt können wir gleich einmal das Fleisch mit hier reindonnern. Ich mache gleich noch das Töpfchen sauber, weil da kommt es ja dann wieder rein, wenn es fertig angebrutzelt ist. Ja, und dann fangen wir mal hier an gleich. Ein bisschen Bohnenkraut. Ein bisschen Knoblauchgranulat. Wir hätten jetzt auch frischen nehmen können, aber ich wollte Manu nicht zu viel zumuten, dass er heute schnibbeln muss. Ein bisschen Salz. Paprika. Pfeffer. Und abgeschmeckt wird er noch, das ist klar. Was ich vorher noch vergessen hatte zu sagen, wir brauchen dann natürlich noch ein bisschen Brühe dann. Die setzen wir aber noch schnell dann an und ja, natürlich zum Aufgießen von dem Ganzen. Und oh, das riecht schon richtig gut. Ich denke, da habe ich mal wieder die richtige Mischung erwischt. Also nicht wundern, ich vermische jetzt die Gewürze, dass sie überall hinkommen. Ach.
genau genommen muss der Kuchen schmeißen auch weg, deswegen verwende ich den heute. Und das Hackfleisch tun wir auch gleich da drin anbrutzeln und das tut dann auch noch ein bisschen würzen. Ja, soweit so gut. Ja doch, sieht gut aus. Riecht auch gut. Wir dürfen ja nicht vergessen, es wird nachher noch in der Brühe noch weiter geköchelt. Obwohl, hier muss ich jetzt gar nicht, nee, da wird sich nicht mehr nach Hackfleisch rein. Noch ein bisschen von dem Krebenschmalz. Jede Menge und das reichlich. Und dann schmuggeln wir das Hackfleisch auch noch an. Nee, das wird sich jetzt nicht noch extra. Da war noch so viel Satz drin. Wir würzen ja am Schluss noch mal nach. Und wenn das Hackfleisch soweit angeschmort ist, hole ich euch wieder dazu. So Leute, das Hackfleisch sieht soweit schon ganz gut aus. So richtig groß kriege ich das jetzt leider nicht rein, weil da ist zu viel Flüssigkeit drin. Aber das ist auch auf der einen Seite gut so, weil zu groß ist, naja, verkohlt, so ähnlich. Tomatenmark. Und das leckere Paprikamark. Ein guten Schmutz von jedem. Dann noch ein bisschen weiter schmoren lassen. Ja, bevor wir es dann wieder rausholen aus dem Töpfle. Fantastisch eingearbeitet ins Fleisch. Dann fischen wir hier alles wieder raus. Ich habe gerade den Herd wieder etwas runtergedreht. Weil jetzt tun wir dann gleich unser Gemüse anschmoren und der Topf oder die Schüssel wird gerade etwas warm. Das Schöne ist halt, in der Kotte brennt nichts an. Kann man natürlich auch im Dutch Oven machen. Wollte ich ursprünglich, dann hat Schatzi die Kokotte hergestellt und habe ich zugeben müssen, ist die bessere Wahl. Dann tun wir wieder ein bisschen Butterschmalz rein. Und dann fangen wir schon mit dem Gemüse an. Tja, und ab jetzt, was reinkommt, bleibt auch drin. Ja, die kommen später noch dazu. Ja, ein bisschen Brühe kannst du mal gleich ansetzen, Spatze. Weil die Brühe brauchen wir jetzt gleich als nächstes, wenn das Gemüse etwas angeschmort ist. Also wie gesagt, Gemüse anschmoren, vielleicht noch ein bisschen Butterschmalz hinzu. Ich sagte ja, der muss mal weg. Achso, ich habe den Ofen runtergedreht. Und wenn das soweit angeschmort ist, danach hole ich euch natürlich gleich wieder dazu.
Und hier noch ein bisschen Tomatenmark und noch ein bisschen Paprikamark. Ja, bevor ich nachher bloß sage, ich habe da noch was rein. So, das Gemüse ist ein bisschen angeschmort. Ja, und ein bisschen roter kann nicht schaden. Können wir es jetzt ein bisschen ablöschen. Viel ist da eh nicht mehr drin. Kann man es ja auch noch ganz leer machen. Also es war bloß noch so viel in der Flasche drin. Lassen wir jetzt noch ein bisschen aufbrodeln. Ja, und dann haben wir schon unsere Delikatessbrühe rein. Dazu gibt es nachher übrigens ganz einfach einen Reis. So, dann können wir unser Fleisch rein. So, nachher fürs Eindicken ist dann Spatzel zuständig. Und beim Abschmecken helfe ich natürlich dann noch mit. Unsere Gewürze, wisst ihr ja, was wir verwendet haben. Aber jetzt lassen wir das erste Mal so ein halbes, dreiviertel Stündle vor sich hinschmurgeln. Ofen so weit aufdrehen, dass es dann ein bisschen zum Köcheln anfängt. Und ja, und ich sage mal, in einer halben Stunde tun wir dann die Pilze dazu. So, meine Lieben, dann wollen wir mal. Ja, mittlerweile etwas wärmer geworden. Also, wir haben vorher schon mal das Sößchen probiert. Haben uns auch dazu entschlossen, das nicht einzudicken, eben nachher wächst dem Reis. Ja. Pilze alle rein. Nochmal eine viertel halbe Stunde und dann können wir zum Schluss noch unseren Spargel mit reinhauen. Eigentlich könnte ich den gleich mit rein tun. Spatzel, ich tue den Spargel gleich rein, weil das ist dann eh gleich fertig, das Essen. Ja? Ja. Und dann macht er damit rein. Ja. Dann hauen wir den Spargel gleich mit rein. Weil allzu lang braucht es nimmer. So, jetzt wird's voll. Jetzt wird's richtig voll hier. Ich habe eigentlich gedacht, der Spargel ist etwas kleiner, aber... Ah ja, Spatzel wollte anscheinend schöne Spargelstücke haben. Richtig. Sieht ja auch schön aus. Muss das jetzt bloß irgendwie unterheben. Ganz vorsichtig. Tja, und wie immer sind halt dann die Töpfe zu klein. Also ich sage jetzt nochmal maximal eine halbe Stunde. Ich werde zwischendrin zwei, dreimal umrühren, definitiv. Und ja, danach können wir dann schon essen. Freunde, Creme Fraiche, das Kräutercreme Fraiche. Und jetzt kommt sozusagen der letzte Schritt. Ich tue nämlich
Creme Fraiche. Bevor ich das hier reindonner. Hier drin erst einmal aufrühren, verquirlen, verschlagen. Naja, einfach, dass schon ein bisschen angelöst ist, weil da drin ja das Aufrühren etwas schwerer würde sonst. Wie weit ist der Reis? Auch noch ein bisschen. Wie lang noch? So, dann kann ich das nämlich jetzt hier reintun. 10 Minuten. Doch noch so lang? Ja. Yeah. Also, dann haben wir ab jetzt noch knappe 10 Minuten. Und dann ist das Essen fertig. Ich freue mich jetzt schon drauf. Sieht richtig gut aus. Mhm. Ich glaube, irgendwann einmal in grauer Vorzeit habe ich schon mal irgendwas gemacht, wo ich den Spargel so reingeschnitten hatte. Aber ich kann mich dann nicht mehr so ganz genau entsinnen. Vielleicht weiß das ja jemand, kann sich daran erinnern und kann in die Kommentare unten drunter posten, welches Video das war. Gut, dass ich sie immer schön durchnummeriert habe. Gut, dann lassen wir das jetzt noch offen stehen, ein bisschen runterschalten, bis der Reis soweit fertig ist. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns schon auf der anderen Seite drüben als nächstes zum Probiererle. Tada, fertig ist mein Tellerchen. Bisschen Reis, bisschen von dem Essen. Tja, und mit dem Löffelchen werde ich mir das jetzt in den Hals schieben. Also sprich, das Probiererle und hoffentlich nicht die Gosch verbrennen. So, erst einmal das Gulaschfleisch einwandfrei weich. Richtig, richtig lecker. Spargel ist auch weich. Leute, das schmeckt doch mal richtig, richtig geil. Richtig, richtig lecker. Ich gehe jetzt essen. Oh, ist das heiß. Tja, Leute, dann kommen wir noch zum Fazit. Was hast du zum Sprechen? Das Essen war richtig lecker und... Du darfst es ruhig sagen, was du vorher zu mir gesagt hast. Mit dem Sämigen. Na, hätte vielleicht ein bisschen Bratensauce noch reingebracht. Ja, hätte man können. Oder eben mit Mehlschwitze noch ein bisschen andecken. Ja. Das hätte ich jetzt eher gemacht, weil die Bratensauce hätte den Geschmack noch... Ja, wieder verändert. Und ich war mit dem Geschmack wirklich höchst zufrieden. Mhm. Also, für mich persönlich richtig lecker. Das Hackfleisch da so mit drin in der Soße. Geil. Die Pilze und einfach das Gemüse dazu. Ein richtig leckerer Topf oder Topf, wie man es sagen will. Ja. Mit Gulasch hat es jetzt weniger zu tun gehabt, eben auch wächst im Hackfleisch. Aber naja, deswegen habe ich es ja bloß Fleischtopf genannt. Mit Grünstängel. Spargel. Spargel, Grünspargel. Grünstängel. Auf alle Fälle kann ich es bloß empfehlen, das nachzumachen. Von dem Creme. War das jetzt Creme Fraiche war es, ja. Hätten es auch ruhig zwei von den Becherchen gewesen.
sein können. Oh Mann, ich laber nur noch Käse jetzt. Einfach zu voll gefuttert. Hätten auch gern zwei Becher sein können. Aber das vorher in der Schüssel rein und noch ein bisschen aufrühren hat hervorragend funktioniert. Ich glaube, das ist was, das werde ich beibehalten. Nicht immer direkt in den Topf rein, weil dann kann man nicht so gescheit unterrühren, sondern separat ein bisschen Soße rein aufquellen und dann erst rein ins Essen. Jo. Ja. Einfach lecker. Wer es nachmachen will, bitteschön. Und ich hoffe, das Video hat wieder gefallen, hat Spaß gemacht zum Zugucken. Ja, und in dem Sinne, Tschaikowski, bis zum nächsten Mal. Und die hier nicht vergessen. Richtig. Ciao, ciao. Tschüss.